Der erste Punkt oben, die erste Trainingsart, das ist das sogenannte Ergänzungstraining. Das Ergänzungstraining. Und in dem Moment, wo ich mit Anfängern trainiere, dann ist das Ziel im Ergänzungstraining, ich möchte die Basisfähigkeiten und Fertigkeiten der Motorik entwickeln. Da sprechen wir also ganz viel von den koordinativen Fähigkeiten, die jemand mitbringt oder die, die ich noch entwickeln möchte. Ja? Wir sprechen oftmals von Fähigkeiten, wenn wir das meinen, was schon angeboren ist und was der Körper des Spielers, der Spielerin schon von Geburt an mitbringt und was wir noch zum Teil dann in eine bestimmte Richtung lenken können und verbessern können. Wir sprechen von Fertigkeiten bei all den Dingen, die wir mit dem Spieler gemacht haben, die wir ihm gezeigt haben, wo wir ihn verbessert haben. Also der Spieler ist, wenn er unser Training lang genug durchlaufen hat, dann ist er fertig. Dann ist er nicht fertig im Sinne von erschöpft, dann ist er ein kompletter Spieler, der ganz viel kann, ja, der ganz viele Möglichkeiten hat. Ich habe ihm was gezeigt, das sind seine Fertigkeiten, die ich ihm beigebracht habe. Okay, so, und wir wollen eben diese Basisfähigkeiten und Basisfertigkeiten entwickeln. Ja, und das kennst du, wenn du mit Anfängern mal was gemacht hast, wirf mal einen Ball zu und dann versuchen die zu fangen. Ja, schon mal erlebt mit Spielern oder Spielerinnen, da gibt es große Unterschiede auch zwischen Jungen und Mädchen oftmals, da gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Altersstufen. Ja, kann jemand irgendwo über eine Bank balancieren? Du kannst die Bank ja so rum oder umdrehen. Ne? Das ist da, wo man drauf sitzt oder das, was eher auf dem Boden ist. Und das gibt ganz große Unterschiede. Ne? Also Gleichgewichtssinn und so weiter ist eine typische Geschichte. Orientierung im Raum ist eine typische Geschichte. Ne? Wirf mal einen Ball nach hinten, lass ihn sich umdrehen und den Ball wieder auffangen. Ist ein Riesenproblem für viele am Anfang. Ja? Und alles, was man da irgendwie machen kann. Ja? Ein Hinfallen, ohne sich das Bein zu brechen, ist ein Riesenproblem für alle. Ja, also kann man mal anfangen mit sowas wie, leg dich mal schnell hin und steh mal wieder auf. Ja, mach irgendeine Übung, wo die irgendwie gezwungen sind, durch ein Kastenteil zu krabbeln oder irgendwie sowas. Ohne, dass der Krankenwagen kommen muss. Ja, und das ist manchmal ganz schön anspruchsvoll für bestimmte Leute, für bestimmte Anfängerinnen und Anfänger. Ja, aber es geht. Und das sollen die ja lernen. Die sollen also mit allen möglichen Dingen fit werden, um Sachen zu erlernen, die nicht zwingend was mit Volleyball zu tun haben müssen. Aber die nachher natürlich alles, was sie im Volleyball noch umsetzen und lernen und können, sollen alle Techniken unterstützen in der Weiterentwicklung. Ja? Also im Idealfall hat so ein Ergänzungstraining mit Anfängern, kann man ganz vielfältig machen. Und Leute, die das im Grundschulalter beispielsweise durchlaufen, könnten dann hinterher sich entscheiden, mache ich jetzt Volleyball oder Handball oder Fußball oder Basketball oder irgendwie so, um mal bei den Sportspielen zu bleiben. Ja? Das kann also ein universelles Training im Grunde sein. Aber wir haben hier ein Ergänzungstraining, ein universelles Training, was wir auch in unsere Trainingseinheiten einbauen wollen, wenn wir also schon wissen, wir haben da ein Klientel, wir haben eine Gruppe, eine Mannschaft, die will Volleyball lernen, denen bringe ich Volleyball bei. Okay, dazu gehört was rein, gibt viele Beispiele noch dazu in den Übungen. So, Technik lernen ist genau das, was es auch verspricht, ne? Vom Namen her. Ja? Ich will einem Spieler, einer Spielerin die Technik vermittelt, der oder diejenige soll die Technik lernen. Und wenn wir von Anfängern ausgehen, dann bedeutet das, der oder diejenige, die weiß noch gar nichts. Ne? Die weiß noch gar nicht, wie das so funktioniert. Das heißt, ich bringe dem Spieler das von Grund auf bei, muss das überhaupt erstmal erklären und überhaupt erstmal zeigen und dann muss ich die Muskulatur drauf einstellen und so ein bisschen machen und tun und das ist ganz viel Übung. Und das passiert ganz am Anfang. Ich muss so ein paar Knotenpunkte vermitteln, zeigen und überwachen, dass genau diese Knotenpunkte auch eingehalten werden. Und damit kann ein Spieler dann es schaffen, genau diese Technik zu erlernen, die dort gefordert ist, ne, die ich vermitteln will. So, in dem Moment, wo ein Spieler die Grundtechniken kennt, dann haben wir eigentlich so eine Situation, wo man sich vorstellen kann, zwei Spieler spielen sich den Ball hin und her, also baggern, pritschen im ganz einfachen Niveau. Ja? Und der Ball bleibt auch so ein paar Mal im Spiel, bevor er runterfällt. Ja, die können also ungefähr baggern, die können ungefähr pritschen, die wissen, wie die Handhaltung, Armhaltung ist, die Bewegung. Das wissen die so im Großen und Ganzen. Wenn man das in einer ganz einfachen Situation macht, können sie das. Oder wenn du als Trainer oder Trainerin denen einen Ball gut anwirfst, dann können die ihn gut zurückpritschen oder gut zurückbaggern. Das können sie. Und damit haben sie die Grundstruktur gelernt. Und diese Grundstruktur, das ist quasi das Ziel, was ich hier im Technik lernen haben will. Und das ist der Beginn
des Erwerbstrainings. Denn alles, was danach kommt, geht ja darum, dass du diese Grundtechnik in verschiedenen Situationen einpassen sollst, umsetzen sollst. Ja? Du sollst im ersten Moment in der Lage sein, einen Ball zu pritschen. Aber im zweiten Schritt sollst du in der Lage sein, einen Ball über 3 Meter zu pritschen oder über 5 Meter oder einen Ball, der von links kommt, nach rechts weiter zu pritschen. Du willst das also variieren können. Der Spieler soll das variieren können. Die Technik pritschen, also das obere Zuspiel, soll in unterschiedlichen Art und Weisen variiert werden können. Das können Anfänger nicht. Ja? Anfänger wissen halbwegs, wie sie den Ball pritschen und dann ist gut. Aber im Erwerbstraining bringen wir denen dann die Verfeinerung und die Erweiterung und die Variationen bei der einzelnen Techniken, um das in verschiedenen Situationen nachher anwenden zu können, ohne dass ein Fehler passiert, ohne dass der Ball runterfällt. Das ist das Ziel im Erwerbstraining. So, und das ist etwas, wo ganz, ganz viel Trainingszeit reingehört. In diesem Blog haben wir ganz, ganz viele Übungen, ganz, ganz viele Sachen, die wir zeigen. Das untergliedern wir später nochmal in feinere Einheiten, in feinere Möglichkeiten. Und da hast du ganz viel Potenzial, wenn du verstanden hast, was Erwerbstraining bedeutet. Und wenn du verstanden hast, welche einzelnen Komponenten Erwerbstraining ausmachen, dann kannst du eine Standardübung durch diese Verfeinerung, Komponenten und so weiter, so variieren, dass du ein abwechslungsreiches Training hinkriegst, obwohl du eigentlich immer dieselbe Übung machst. Ja? Merkt der Spieler, die Spielerin eigentlich gar nicht hinterher. Und da hast du vielfältige Möglichkeiten, ganz tolle Sachen, werden wir in den Beispielübungen dann nachher auch alles im Grunde noch sehen. Wir reden immer noch von Anfängern. Ne? Wir reden immer noch von Anfängern und Anfängerinnen, die da was machen und kommen in den Bereich des Anwendungstrainings. Ja? Und im Anwendungstraining ist das eine Stufe weiter und eine Stufe schwerer. Und wir setzen beim Anwendungstraining schon im Idealfall voraus, dass die Spieler im Erwerbstraining schon ganz gut was umgesetzt haben. Dass sie also wirklich einen Ball über verschiedene Längen spielen können. Und dass sie sich bewegen können auf dem Feld, um irgendwas zu tun. Und wir wollen jetzt dieses Erkennen von bestimmten Situationen schulen, um den Spielern in bestimmten Anwendungssituationen eine richtige Verhaltensweise beizugehen. Das ist schon teilweise so ein bisschen Individualtaktik. Ja? Und wir reden davon von Wenn-Dann-Beziehungen. Wenn du das und das siehst, musst du das und das tun. Okay, das ist so der Anfang davon. So ein ganz einfaches Beispiel, und das ist schon echt ein Riesenproblem für den alleruntersten Leistungsbereich. Wenn deine Mannschaft, wenn wir den Ball zum Gegner spielen, dann gehen die Netzspieler ans Netz, weil sie blocken müssen. Ja? Das wäre so die Theorie. Und dann muss dein Spieler und deine Spielerin in der Lage sein zu erkennen, aha, der Ball wird ja jetzt zum Gegner gespielt. Der Gegner hat den Ball. Und dann muss er sich immer noch zum Netz bewegen, auf eine Position, von der er beispielsweise blocken kann. Ja? Oder ne, wenn der Gegner baut einen Angriff auf und der Ball fliegt auf die andere Seite. Ich bin Netzspieler, vorne auf Position 2 und der Gegner greift über die andere Netzseite an. Dann macht das keinen Sinn, wenn ich blocke, weil der Angriff passiert ja 9 Meter entfernt. Das sollte aber ein Spieler erkennen. Ja? So. Und das sind so bestimmte Dinge, so bestimmte Verhaltensweisen, die ein Spieler erkennen soll, weil er sie beobachtet, zielgerichtet beobachtet. Und aufgrund seiner Beobachtung leitet dieser Spieler eine Handlung ein. Da muss er irgendwas machen. Und wenn wir das schaffen, dem Spieler sowas zu vermitteln, wenn du das und das siehst, dann musst du das und das machen, dann sind wir im Anwendungstraining. Ja? Das ist der erste Schritt zum Anwendungstraining. Und das ist ein Riesenschritt von Übungen des Erwerbstrainings hin zum Anwendungstraining. Und da wird Volleyball erst interessant. Da macht Volleyball erst Spaß. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, jede Leistungsstufe, egal wie weit die sind, was die können, du kannst immer was machen aus dem Anwendungstraining. Und da werden wir eben auch noch Beispiele sehen im Verlauf des Lehrgangs, was da alles denkbar ist und machbar ist. So, und dann haben wir noch ganz unten hier das Wettkampftraining. Ja? Und beim Wettkampftraining steht hier, Techniken unter Wettkampfbedingungen anwenden können. Und das ist für viele erstmal eine Hürde. Ja, also du hast da Leute, die können so ein bisschen spielen und jetzt hast du plötzlich einen Gegner. Ja, und dann ist da auch noch jemand in der Punktetafel und der blättert immer um. Und warum blättert denn jetzt beim Gegner immer um? Und hallo Oma, du bist ja auch da. Ja, und der Schiedsrichter pfeift so komisch. Das ist eine ganz komische Situation. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass Spieler, die im Training super einen Ball pritschen können, das plötzlich nicht mehr können, weil sie Oma gerade gewunken haben auf der Tribüne während eines Spiels. Ja, das heißt, die Spieler, und wir reden immer noch von Anfängern jetzt im Moment, müssen lernen,
mit einer Wettkampfbedingung sich überhaupt zuerst mal zu fokussieren auf das, was im Wettkampf passiert, um dann dort wieder bestimmte Verhaltensweisen umzusetzen, die sie mal gelernt haben, sowohl technische Variationen aus dem Erwerbstraining als auch individualtaktische Sachen, die aus dem Anwendungsbereich eher stammen, das vergessen die auf dem Spielfeld wieder. Und das müssen wir denen zeigen. Ja, und darum kannst du noch so ein gutes Training machen. Deine Spieler brauchen Erfahrung in Wettkämpfen, ob das dann Turniere sind, ob das in irgendeiner Form Freundschaftsspiele sind, die du machen kannst. Alles das hilft dir in Punktspielsituationen, wo es darum geht, Punkte für die Tabelle zu sammeln und Spiele zu gewinnen, besser abzuschneiden, als das andere tun vielleicht. Okay? So, und das war der Bereich für die Anfänger.